Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture zum Thema Was sind Preprints? Mein Name ist Stefan Schmier und ich werde Ihnen in den nächsten rund 10 Minuten das Thema Preprints versuchen, ein bisschen näher zu bringen. Dafür schauen wir uns zunächst einmal den Weg einer wissenschaftlichen Publikation, insbesondere eines Zeitschriftenartikels, näher an. Wenn eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler Ergebnisse erzielt hat, die er kommunizieren möchte, schreibt er oder sie ein Manuskript und reicht das dann zum Beispiel einer Fachzeitschrift ein. Dort wird es ausgiebig geprüft, Expertinnen oder Experten aus dem Fachgebiet prüfen das Manuskript auf Fehler, machen Verbesserungsvorschläge und geben der Zeitschrift die Empfehlung, ob der Beitrag veröffentlicht werden soll oder nicht. Diesen Prozess nennt man Peer Review. Am Ende erscheint der Artikel in einer Zeitschrift und im traditionellen Fall ist erst dann das Ergebnis für die Öffentlichkeit sichtbar. Bis dahin ist aber durch die Begutachtung, das Layout, eventuell den Druck viel Zeit vergangen. Wie gesagt, das alles kostet viel Zeit. Zum Beispiel die durchschnittliche Zeit für das Peer Review beträgt 17 Wochen. Es hängt natürlich auch vom Fachgebiet ab. Es gibt Abweichungen, starke Abweichungen nach oben und unten. Aber es braucht seine Zeit. Besonders kritisch ist es natürlich bei akuten Herausforderungen wie derzeit, zum Beispiel während einer Pandemie, wo man auf rasche Verbreitung von Ergebnissen angewiesen ist. So wurden zum Beispiel 93% der relevanten Publikationen zu SARS sind erst erschienen, nachdem die SARS-Epidemie 2003 vorbei war. Um eben den wissenschaftlichen Austausch zu beschleunigen, werden Preprints geteilt. Preprints sind also Manuskripte, die bei einer Zeitschrift eingereicht wurden oder eingereicht werden, aber in der Regel noch nicht begutachtet wurden. Wie werden Preprints nun verbreitet? Man kann sie natürlich per E-Mail an seine Kolleginnen und Kollegen schicken. Früher wurde das sogar teilweise per Post gemacht. Einfacher ist es natürlich, wenn es eine entsprechende Plattform dafür gibt. Der erste Preprint-Server war Archive für die Hochenergiephysik, der vor fast genau 30 Jahren im August 1991 an den Start ging. Das hier ist der erste darüber veröffentlichte Preprint. Archive ist seitdem stetig gewachsen und deckt inzwischen alle Gebiete der Physik, Mathematik und Informatik und auch verwandte Fächer ab. In dieser Grafik sehen Sie die Zahl der hochgeladenen Preprints pro Monat von 1991 bis heute. Aktuell sind es rund 15.000 im Monat oder rund 500 pro Tag. Archive enthält derzeit mehr als 1,8 Millionen Dokumente, die rund 30 Millionen Mal im Monat heruntergeladen werden. Trotz dieser Erfolgsgeschichte hat es lange gedauert, bis auch andere Fächer Preprints als Mittel der Kommunikation entdeckt haben. Mittlerweile gibt es aber für so gut wie jedes Fachgebiet einen Preprint-Server. Neben dem Pioneer Archive unter anderem für die Biologie, für die Sozialwissenschaften, für die Geowissenschaften, für die Paläontologie, für die Wirtschaftswissenschaften, für die Chemie, für die Ingenieurwissenschaften, für die Psychologie, für die Rechtswissenschaften, für die Medizin, für die Meeresforschung, für die Agrarwissenschaften, für Afrika und für viele, viele mehr. Was sind also die Merkmale von Preprints? Sie bieten einen schnellen Zugang zu aktuellen Informationen, oft Monate, bevor der Artikel in einer Zeitschrift erscheint. Anders als Zeitschriftenartikel, die sich oft hinter einer Paywall befinden, sind Preprints dauerhaft für jedermann frei zugänglich. Sie sind ein Teil des sogenannten grünen Wegs zu Open Access. Preprints ermöglichen den frühzeitigen Austausch, die kritische Diskussion in der Fachcommunity bis hin zum sogenannten Open Peer Review, wenn anstelle von ein oder zwei Gutachtern verschiedenste Experten Rückmeldungen zum Manuskript geben. Aufgrund der Natur von Preprints ist aber auch eine Warnung angebracht. Preprints haben in der Regel noch kein Peer Review durchlaufen, können also fehlerhaft sein. Problematisch wird es insbesondere dann, wenn die Medien solche Ergebnisse aufgreifen und ohne entsprechende Einordnung an ein breites Publikum verbreiten. Besonders problematisch ist es natürlich im medizinischen Bereich. Was in Fächern wie Physik vielleicht ärgerlich ist, kann in der Medizin im schlimmsten Fall Leben gefährden. Medizinische Preprint-Server haben deshalb auch deutliche Warnhinweise auf ihren Seiten. Damit zur abschließenden Frage: Sind Preprints vertrauenswürdige Quellen? Wie gesagt, in der Regel haben sie noch keine ausführliche Qualitätskontrolle durch Peer Review durchlaufen. Aber
Die Wissenschaftlichkeit und fachliche Relevanz ist in der Regel sichergestellt. Die meisten Preprint-Server haben so eine gewisse grundlegende Eingangsprüfung, ob es sich wirklich um ein wissenschaftliches Dokument handelt und ob es überhaupt zum Fachgebiet passt. Preprints werden in der Fachwelt genutzt und zitiert, ist natürlich ein bisschen abhängig vom Fachgebiet. In manchen Fächern ist es sehr etabliert, in anderen ist es noch etwas neuer. Wenn das Manuskript dann schließlich von einer Zeitschrift angenommen wurde, wird im Idealfall auf dem Preprint-Server das Manuskript aktualisiert, dass auch da die aktuelle Version vorhanden ist. Es wird auf die Verlagsversion verwiesen, sodass man das auch dann abgleichen kann und umgekehrt man den Preprint finden kann. Damit abschließend, ja, Preprints sind vertrauenswürdige Quellen mit Vorbehalt. Man muss sich bewusst sein, dass es sich dabei eben in der Regel um vorläufige Ergebnisse handelt. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Mehr Informationen zum ganzen Thema Preprints finden Sie unter anderem im Tippblog unter dem Tag Preprints. Vielen Dank.